Der Sonntag wird präsentiert von der Galerie Bano, ihrem Teppichdoktor in Efriediken. Und von Interkran, seit 20 Jahren ihr Spezialist für Hochhausen. Service Public Initiative, weniger Lohn für Manager von Staatsbetrieb, Fall Rupperswil, mehr Macht für Pfander, SP Schweiz, Innovation oder Kindergarten. Ist das nicht ein herrliches Wochenende? Das Wetter ist schon fast Sommer. Wir toppen es noch jetzt mit dem Sonntag. Herzlich willkommen, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, zusammen mit meinen Gästen. Bestens gelohnt natürlich Diana Angelina Moser. Sie ist Fraktionspräsidentin der Grünliberalen im Nationalrat. Herzlich willkommen Lukas Reimann, SVP-Nationalrat aus dem Kanton St. Gallen. Und auch dir herzlich willkommen Daniel Josic, SP-Ständerat aus dem Kanton Zürich. Lust und Frust in dieser Woche. Ich freue mich über eine ausgezeichnete Idee vom Regierungsrat vom Kanton Aargau. Für die Ergreifung vom Täter von Rupperswil haben wir ursprünglich 100'000 Franken ausgesetzt. Die Summe braucht man jetzt nicht und jetzt gibt der Regierungsrat 100'000 Franken an Prämie an all die Leute, an die Ermittler, Polizisten, sehr wahrscheinlich auch von der Staatsanwaltschaft, die mitgeholfen haben, den Fall zu lösen. Kritiker an dieser Geste, denen sage ich einfach schon ein bisschen Erbsenzählerei. Ich bin besorgt und habe mich geärgert über die Zahlen der Wirtschaft, die diese Woche rausgekommen sind. Wir haben in diesem Land 250'000 Menschen ohne Arbeit, einen Anteil von 5,1%. In Deutschland 4,4%. Unser Wirtschaftswachstum wird immer bescheidener. Wir drohen irgendwie den Anschluss zu verlieren. Wir beschäftigen uns lieber mit Luxusproblemen. Wer segnet den Gotthardtunnel? Dann haben wir ein paar Gaga-Initiativen, die auch noch im Tiefkühltruhen sind. Und so tun wir eigentlich den Fokus immer mehr auf Nebensächlichkeiten legen. Diana Angelina Moser. Sorgen und Nöte? Ja, also das Positive ist, ich war diese Woche noch mal an einer öffentlichen Debatte zur Asylgesetzrevision. Und das ist ja doch ein sehr emotionales Thema, das die Leute sehr bewegt. Und es war ein voller Saal. Und ich war wirklich positiv überrascht, auch, wie offen, wie sachlich die Diskussionen und auch die Beiträge aus dem Publikum waren. Und wie man eigentlich einfach die Notwendigkeit auch für die Revision sieht und auch die Herausforderung anerkennt, wo sich nicht nur die Schweiz, sondern auch ganz Europa darin befindet. Also ich habe mich auf eine viel hektischere, emotionalere Debatte eingestellt und ich finde, das ist eigentlich sehr positiv zurückgekommen. Und der Frust ist etwas aus dem Ausland. Am Freitag hat ja das türkische Parlament beschlossen, dass sie die Immunität von einem gut Viertel der Mitglieder aus dem Parlament aufheben. Also damit wird eigentlich auf Wunsch von Erdogan hin, um auch die Kritiker, insbesondere die Kurden, auch da wieder mundtot zu machen, dass man gegen die vorgehen kann. Und ja, das ist einfach schon besorgniserregend, weil ich glaube, das Land polarisiert sich mehr und es gibt immer mehr so ein bisschen Politik von der Härte. Und das ist kein gutes Zeichen. Danke, wie immer, Diana Angelina Moser. Wie sieht es bei dir aus, Lukas? Also ich war das Wochenende am Bodensee. Das war schon voll vom Wetter her super. Die Schweizer sind wieder fröhlich. Und das ist noch getoppt worden mit einem Swing-Konzertsabend in Rorschach. Und das ist einfach fantastisch, wie Leute, die machen das alle ehrenamtlich. Also die Harmonie, Rorschach, Chor über den Bodensee, ein super Swing-Konzert. Und das hat gefällt. Du hast noch gehört oder auch gespielt? Nein, ich war im Publikum natürlich. Gut. Wäre zu wenig gut. Und der Frust der Woche ist die Lust von der Diana Moser. Das ist das Asylgesetz. Ich habe mit deutschen Sporttrainern geredet, die in der unteren Liga sagen, sechs Basketball, sechs Handball, da wird nicht mehr gespielt, die Ligen. Vom Schulsport schon gar nicht zu reden, weil einfach die Hallen beleidigt sind, also weil da faktisch enteignet worden ist. Und ich mache mir grosse Sorgen, dass jetzt in der Schweiz dann mit dem Asylgesetz eben die Enteignungen auch in der Schweiz kämpfen. Also du glaubst sogar, dass der Breitensport in der Schweiz gefördert ist durch Leute, die auf der Flucht wären? Ich weiss nicht, ob der Handballclub Zwil, der KTV, sich das gefallen lassen. Aber das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich sehe die Entwicklung. Besorgt im Blick von Daniel Josic wegen dieser Aussage mehr oder hast du die gleiche Sorge? Nein, ich habe nicht die gleiche Sorge. Meine Sorge ist in letzter Zeit immer mehr
mehr Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, respektive das Konzept. Ich bin an sich ein Anhänger. Ich bin auch ein Anhänger davon, dass es professionalisiert worden ist. Ich will nicht zurück zum alten System, aber ich bin in letzter Zeit immer wieder konfrontiert worden von Leuten mit Fällen. Und ich muss sagen, es mag juristisch korrekt sein, aber es zeigt irgendwie einfach das fehlende Fingerspitzengefühl, wo zum Teil, ich will es nicht pauschalisieren, aber zum Teil Leute in diesen CASP haben. Und mir macht das Sorgen, weil das sind natürlich Bereiche, wo eingegriffen wird ins persönliche, im persönlichen Bereich von Betroffenen, wo es einfach wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl braucht. Ich weiss nicht, was man da machen muss, aber ich bin der Meinung, wir müssen das wirklich im Parlament noch mal anschauen, weil ich glaube, das ist einfach zu heikel. Und da werden zum Teil eben Entscheide gefällt, die ich nicht nachvollziehen kann, wie man so vorgehen kann. Also, wo zu hart sind? Nicht zu hart, aber wo man einfach merkt, wo einfach zu wenig, die Leute zu wenig Sensibilität haben, wie heikel das ist, wo in Familien eingegriffen wird, wo Kinder betroffen sind zum Teil. Und da kann man nicht einfach nur, sage ich als Jurist, nicht einfach nur mit dem Zivilgesetzbuch entscheiden, sondern da braucht es einfach Fingerspitzengefühl. Und gefreut hat mich heute Morgen, als ich die Zeitung aufgemacht habe und die Umfrage gesehen habe zu der Masseneinwanderungsinitiative. Die ist angenommen worden und die hat auch gezeigt, dass die Leute gewisse Sensibilitäten haben. Aber es hat sich gezeigt, dass die Zustimmung jetzt nur noch etwa 36% ist. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Leute eben doch damit haben wollen, zeigen, dass sie ein gewisses Unwohlsein haben, aber die bilateral nicht wollen, aufs Spiel setzen. Und auf der anderen Seite zeigt das nach meinem Dafürhalten auch, dass wir jetzt Raum haben für vernünftige, für zweckmäßige Lösungen. Der Think Tank Voraus zum Beispiel hat da sehr gute Umsetzungsvarianten auch gebracht. Und ich glaube, das sind so, das zeigt das und das hat mich wirklich gefreut heute. Obwohl, wie gesagt, Umfragen würde ich immer bei Vorsicht geniessen. Ich komme jetzt rasch mit der Anmoderation zum ersten Thema, weil sonst hätte Lukas Reimann sicher noch etwas zu sagen zu dieser Umfrage. Unser erstes Thema, meine Damen und Herren. Was nichts kostet, das ist nichts wert. Erkenntnis vom Bundesrat Ueli Maurer. Er hat auch kein Problem, dass der SBB-Chef Andreas Meyer 2,5-mal mehr Lohn hat als der Finanzminister in diesem Land. Trotzdem gibt es in der SVP Abweichler in der haushohen Allianz von den Gegnern der Service Public-Initiative. Täglich neue Warnrufe der Initiativgegner, vom betroffenen Post- und SBB-Personal bis zum Bundesrat. Im Sonntagsblick warnt der Finanzminister Ueli Maurer, die Service Public-Initiative brächte wegen dem Gewinnverbot weniger Einnahmen für den Staat und damit Steuererhöhungen. Die Umfragen zeigen es aber. Die Bevölkerung will einen besseren Service Public und tiefere Cheflöhne. Linkspolitiker nehmen den Ball auf, sie wollen den Bundesmanager per Vorstoss die Löhne kürzen. Als einzige Initiativbefürworter im Parlament haben sich diese Woche zu erkennen gegeben, der Roger Köppel und der Lukas Reimann. Ja, also Lukas, was ist da los? Oder ich meine, in der Politik fällt mir natürlich auf, wenn alle eine Meinung haben und man hat dann genau die gegenteilige Meinung, das ist hervorragendes Politmarketing. Ja gut, aber ich habe in den letzten Jahren viele Vorstösse gemacht zum Thema Service Public. Einer ist jetzt am Laufen, zum Beispiel ein 10-jähriges Moratorium, keine Erhöhung der Ticketpreise bei der SBB. Und ja, ich habe ein Problem damit, wenn der Herr Meyer Monat für Monat über 100'000 Franken im Monat und sein ganzer Verwaltungsrat jeden über 50'000 Franken pro Monat abkassiert. Wir immer mehr müssen für Billett zahlen, wir mit den Steuern müssen quersubventionieren, die SBB. Also das ist eine Misswirtschaft, man macht sich bequem in einem Staatsbetrieb und hat das Gefühl, man kann selber noch abkassieren. Und ich habe doch die Hoffnung, mit der Initiative, das kommt nachher ins Parlament, da würde man eine neue Vorlage machen. Hallo Fabian Molina, Moment. Hallo Fabian Molina, Präsident von der JUSO. Da ist ganz ein hervorragender Kämpfer. Sofort ein Beitragsformular für die Jungsozialisten schicken. Aber der Unterschied ist, die Firmen sind öffentlich, die gehören im Staat, die finanzierten Steuerzahler, die stellen sich auch nicht im Wettbewerb, den wollen sie ja nicht. Zum Beispiel Fernbusse in der Schweiz, wo der SBB im Preissegment ein bisschen wehtun könnte. Bei einer privaten Firma, dort bin ich gleicher Meinung. Dort müssen die Aktionäre und die Inhaber dieser Firma entscheiden. Aber die Inhaber eines Staatsbetriebs ist das Volk.
Und da muss das Volk jetzt auch mal auf die Barrikaden. Hat er nicht ein bisschen recht? Auch wenn ich das Editorial lese von Roger Köppel, der jetzt auch die Service-Public-Initiative befürwortet. Er redet von wuchernden Staatsbetrieben, nämlich die Manager, die sägen in der geschützten Werkstatt, aber tägen so, wie sie in der freien Wirtschaft draussen sind. Ist das nicht ein ziemlich gewichtiges Argument? Also ich finde, das ist eine völlig überspitzte Diskussion. Ich meine, wenn man es erst mal sieht, jetzt, okay, was verdient ein Bundesrat und was verdienen die, dann ist das stossend, selbstverständlich. Aber man kann das einfach nicht eins zu eins vergleichen. Ich finde auch, dass irgendwie ein Bundesratssalär müsste langen. Aber das sind, wir brauchen Top-Leute für diesen Job und das ist ein anderer Markt. Und ich glaube, da ist es gerechtfertigt, dass die auch anständige Löhne haben. Aber du sagst auch, es ist stossend. Also nein, intuitiv. Ich habe ja, also einen Normalverdiener. Der verdient auch nicht 300'000. Und da denkt man immer, ja, es muss lange zum Leben. Aber das ist auch eine gewisse Neiddiskussion. Ich habe Mühe mit dem. Also wir haben einfach bei der Swisscom haben wir nun mal Leute, die sich in diesen Jobs bewegen, die sich auch in der freien Wirtschaft bewegen können. Und das sind andere Ausgangslagen. Und wenn man es international vergleicht, das haben wir heute auch in der Zeitung gelesen, sind die immer noch relativ moderat angesetzt. Also ich finde, das ist der falsche Ansatz. Das ist ehrlich gesagt auch, also das ist ein Punkt von der Initiative. Ich finde zum Beispiel der Punkt, dass die Unternehmen nicht mehr Investitionen tätigen können, ist zum Beispiel hochproblematisch. Das steht aber nicht in der Initiative. Aber das wird faktisch dazu führen. Ja, ja, ist so. Und was, wie soll man das machen? Das Parlament arbeitet sie aus. Da können wir ja dann schauen, dass es Varianten gibt, wo sie investieren können, wo sie gewinnen als Rückstellung auf die Seite tun. Ja. Aber sicher nicht mehr die Quersubventionierung. Man macht Geld irgendwo, wo man ein Monopol hat und tut dann in anderen Bereichen die Privatwirtschaft konkurrieren. Aber Daniel Josic, ist es nicht so, dass die Betriebe und vor allem auch die CEOs von diesen Betrieben mit einem Bein der Privatwirtschaft stehen, aber mit einem Bein doch in der geschützten Werkstatt von einem Staatsbetrieb? Also, dass es irgendwo durchhält, eine Unternehmensform ist wie ein Twitter. Ja, also es ist natürlich nicht ganz privat, das ist schon klar. Aber wir haben die Betriebe ja ausgelagert, weil wir gesagt haben, wir will die nicht mehr in der Bundesverwaltung haben, sondern die sollen wie Unternehmen funktionieren. Und das machen sie jetzt. Und ich finde, die Diskussion über die Löhne, die verwischt einfach das, was wirklich darum geht. Nämlich, dass man den Service Public wirklich schwächen mit dieser Initiative. Eben, der Lukas Reimann kommt jetzt wieder mit dieser alten Diskussion, dass man sagt, man kann den Gesetzgeber kann das nachher korrigieren. Nein, die Volksinitiative wird abgestimmt und ihr seid ja nachher wieder die Ersten, die sagen, die Initiative wird nicht richtig umgesetzt. Und da steht klar drin, dass die Betriebe keinen Gewinn mehr machen dürfen und keine Quersubventionierungen mehr dürfen machen. Und ich finde das in der Ordnung. Wir haben doch insgesamt einen hervorragenden Service Public in diesem Land. Und ich möchte einfach warnen davor, dass man den schwächt. Der öffentliche Verkehr bei uns, SBB und so weiter, das ist doch top verglichen mit dem Ausland. Swisscom ist eine Top-Firma. Und die sollen ruhig, die müssen auch Gewinn können machen, um den Service Public auf einem guten Niveau behalten. Gut, also Lukas Reimann, 5. Juni, Abend am 6. Zu grosser Überraschung entgegen allen Ansichten im Parlament wird die Initiative angenommen. Haben wir dann wirklich einen besseren Service Public in diesem Land? Denn ich glaube, du denkst, es kommt zur Privatisierung und das ist das, was du eigentlich anstrebst. Es gibt dann die Chance, dass wir mal über die ganzen Probleme... Und mit der Privatisierung haben wir einen besseren Service Public. Der geht jedem Krachen von diesem Land in den Poststellen auf, wenn Swisscom privatisiert ist. Nein, aber es gibt Chancen, dass wir eine Debatte haben über den Service Public und über die Entwicklung, die mir bei der Post, bei der Swisscom und bei vielen anderen Betrieben überhaupt nicht gefällt. Man baut Leistungen ab, die Randregionen oder Zwischenregionen, auch Agglomerationen werden ausgelassen. Bei den Zügen, die halten nur noch in den grossen Zentren. Und gleichzeitig erhöht man überall noch Preise. Also, und sich selber holt man das Geld am Schluss. Und über das müssen wir mal diskutieren, das müssen wir verbessern. Und ja, wenn es eine Privatisierung gibt, das ist das beste Beispiel die Handypreise. Wo wir nur Swisscom hatten, was haben wir gezahlt fürs Telefonieren, was hat ein Telefon gekostet. Und seit man ein bisschen Wettbewerb zulässt, in beschränktem Mass, seither, sind die Preise doch aber deutlich gesunken. Hast du das Gefühl, dass nachher in jedem Krachen wieder eine Postautoverbindung wird sein und dass man an jedem Ort wieder werden Züge anhalten, wenn die Privatisierung durchgezogen wird? Hast du da wirklich Ich glaube, es wird dann besser. Das ist einfach wieder das konservative Gedankengut, wo man sich die Welt von gestern zurückwünscht. Also die hat sich auch verändert und ich finde, die Unternehmen haben sich anpassen. Post ist vor enormen Herausforderungen gestanden, steht sie immer noch. Das hat eine Veränderung gegeben, man hat neue Lösungen probiert zu suchen, indem
man halt eben den Postschalter jetzt im Folge rein hat. Man hat gewisse müssen schliessen. Das ist ärgerlich für die betroffenen Leute. Aber ich glaube, da muss man irgendwo auch eine gewisse Offenheit haben. Es ist, man kann sich immer alles zurückwünschen, was mal war. Aber das führt zu nichts. Also ich glaube, Privatisierung ist definitiv, führt definitiv nicht zu einem besseren Service Public und schon gar nicht in den Randregionen. Weil das Problem ist ja, die Poststellen hat man ja müssen schliessen aus Kostengründen. Oder das muss ja irgendeiner zahlen. Und wenn die Leute bereit sind, entsprechend zu zahlen dafür, dass sie in jedem Dorf eine Poststelle hat, ist die Post gern dazu bereit. Aber ist das nicht eben der Service Public in der reinsten Form, dass auch dort, wo es nicht rendiert, ja, eine Leistung angeboten wird? Aber wenn es nicht rendiert, heisst, man muss es irgendwie zahlen. Man zahlt es dann über Kosten, also über Preise bei der Post, oder man zahlt es über die Steuern. Das muss man sich einfach darüber im Klaren sein. Und wenn man das nicht bereit ist, von allein passiert das nicht. Im freien Wettbewerb wird in einem 300-Zählendorf keine Poststelle aufgemacht. Das ist völlig logisch. Das heisst, Privatisierung vom Service Public führt sicher zu einem schlechteren in der anderen Region. Und darum muss man eben aufpassen bei der. Der beste Indikator, dass diese Initiative nichts bringt, ist, wenn der Roger Köppel und der Lukas Reimann sie auch unterstützen. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie sich noch nie eingesetzt haben für den Service Public in anderen Regionen. Das ist das beste Zeichen, dass man die Initiative nicht unterstützen muss. Man muss ehrlich sein und sich entscheiden. Entweder man will einen Service Public, ja. Oder man will Wettbewerb zulassen, mehrere Anbieter. Aber heute hat man so eine Zwischenlösung. Man tut es finanzieren, subventionieren, lässt sie im geschützten Garten, sie verdienen ein bisschen Geld dort. Und das können sie nachher, zum Beispiel die Post, mit einem unglaublich breiten Sortiment bei Batterien konkurrieren. Und das sind Private, nein, die keine Subventionen vom Staat haben. Richtig, aber zum Wohl von allen. Weil man muss zum Beispiel sehen, dass wir mit dem SBW-Billett nur einen gewissen Teil, etwa 40% der Kosten finanzieren. Im freien Markt müssten wir 100% zahlen. Und das ist eben der Vorteil, das, den wir eben haben, wenn ein Staatsbetrieb rendiert. Aber was passiert, wenn man Wettbewerb zulässt? In Deutschland sind die Preise der Bahn massiv gesunken, nachdem die privaten Busse halt viel günstiger irgendwo von Hamburg auf Berlin gefahren sind. Ja, wieso lassen wir das nicht in die Schweiz zu? Die fahren dann von Hamburg auf Berlin, die fahren aber nicht in ein 300-Zählendorf. Das heisst, der Service Public, wenn man den will, auf einem gewissen Niveau behalten, dann muss man ihn eben unterstützen. Und es einfach privat sicher mehr Geld für den Service Public, wenn man bei den Löhnen mal ein bisschen ansetzt. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben sie in der Hand bei der Abstimmung am 5. Juni. Unser zweites Thema. Hätte der Täter von Rupperswil schon früher verhaftet werden können? Oder sind die Ermittler bei der Aufklärung von diesem brutalen Verbrechen sogar zu weit gegangen? Der mutmaßliche Mörder Thomas N. sitzt in Untersuchungshaft. Die Diskussion über die Macht der Fahnder ist lanciert. Das Gesetz hat die Ermittlungen im Fall Rupperswil möglicherweise behindert. DNA-Analysen, die Haar- und Augenfarbe offenlegen, sind verboten. Eine Lockerung von diesem Gesetz wird im Moment politisch beraten. Auf juristisch wackeligen Beinen könnte auch der rückwirkende Antennensuchlauf zur Handyortung gewesen sein. Der Aargauer Regierungsrat Urs Hoffmann, der den Fall begleitet hat, fordert in der Schweiz am Sonntag mehr Recht für Ermittler. Ja, Tiana, rechtfertigt die Schwere von dieser Tat auf Fahndungsmethoden, die Grenzen ritzen oder vielleicht sogar überschreiten? Also ich glaube, man muss mal sehen, dass das so ein schwerwiegender Fall ist, den man ja noch selten gesehen hat in der Schweiz, dass man extrem froh sein könnte, dass man jetzt den Täter gefunden hat. Ich habe lange gezweifelt, dass man das schaffen wird, weil es ist höchst anspruchsvoll. Und bei so schwerwiegenden Fällen, wo man jetzt auch gesehen hat, dass man auch, man weiss nicht genau, wie nahe eine weitere Tat angestanden ist, und man weiss, dass eine weitere Tat geplant hat, ist sicher wichtig, dass man die Möglichkeiten ausschöpft. Jetzt, wie fest man das überschritten hat, ist ja nicht ganz klar. Also, was man jetzt zum Beispiel bei der DNA-Analyse anbelangt, dort, glaube ich, kann man durchaus schauen, dass man einen Schritt weiter gehen kann. Da hat man ja etwas im Parlament, das hängig ist, dass man eben nicht nur eine enge Kategorisierung macht, sondern eben auch das Täterspektrum ein Stück weit einschränken kann. Man muss dann aber nicht schon wieder behaupten, es werde jetzt irgendwie jeder in der Schweiz mit seiner DNA erfassen. Das ist sicher nicht. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese Grenzen eng zieht. Aber ich glaube, bei so schwerwiegenden Daten, dass man dort auch schaut, dass man schnell zum Ziel kommt. Aber ich merke, du ringst natürlich auch, oder? Ein Teil vom Parteinamen ist eben Liberale. Also eine liberale Geisteshaltung und trotzdem richtig können reagieren. Das ist, also das ist eine Abwägung. Es ist eine Abwägung, aber das muss man auch ehrlich sein. Und man muss es sicher sehr eng einschränken. Aber
ich kann mir jetzt gerade vorstellen bei diesen DNA-Analysen, dass man jetzt dort einen Schritt weiter geht, als man das bisher kann. Ich glaube, bei Extremfällen, nicht bei Ladendiebstahl oder jetzt irgend so ein lächerliches Beispiel nennen, aber also das ist so eine schwerwiegende Tat, wo es um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger auch geht, da muss man sicher schauen, ob man einen Schritt weiter kann. Muss man dann, Daniel Josic, die Schwere der Tat mit einbeziehen in den Entscheid hinein? Dann, wenn man einmal sagt, ja, man lässt das zu, eben die DNA-Analyse oder zum Beispiel die Handysuchaktionen, dann nachher gilt das ja grundsätzlich. Also würdest du eine Abstufung sehen, je nach Schwere vom Delikt? Selbstverständlich, und das ist heute schon im Gesetz so vorgesehen. Das Gesetz sagt, sagt in so Fall, bei schweren Delikten, manchmal wird sogar mit dem Katalog gesagt, um was es geht, dann soll die Strafverfolgung die Möglichkeit haben. Und ich habe immer gesagt und sage, das Beispiel zeigt es eben wunderbar, die Strafverfolgungsbehörde muss möglichst viele Möglichkeiten haben. Aber wir müssen eine Eingangskontrolle haben, wo eben ein Gericht oder ein Richter entscheidet, ist das so ein schwerer Fall, und nachher allenfalls Möglichkeiten zu sagen, dass Informationen, die nicht notwendig sind, dass man sie speichert von Drittpersonen, Unbeteiligte, dass die aussortiert werden und dass man es kontrollieren kann, dass alles richtig gelaufen ist. Und darum ist eben auch so wichtig, dass man das Nachrichtendienstgesetz jetzt ja sagt, das BÜPFI ja sagt. Und da ist eben der Lukas Reimann und seine Kollegen, die immer versuchen, das zu verhindern. Das zeigt eben der Fall. Es kann doch nicht sein, dass die Strafverfolgungsbehörde am Schluss scheitert, einen Täter findet, der schon parat ist, um ein neues Delikt auszuüben, nur weil man zu wenig Möglichkeiten gibt. Aber, und nur geschwind ein Satz, darum braucht es eben einen Richter, der entscheidet. Das ist ein Mensch, der kann mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand dann entscheiden, ist das so ein schweres Delikt, wo man das braucht oder nicht. Und das ist das, was man braucht, damit es funktioniert. Auch du bist Jurist, Lukas. Der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann sagt heute im Interview in der Schweiz am Sonntag den Satz, ich darf ihn zitieren, bei schweren Verbrechen sehe ich nicht, wo die Rechte unbescholtener Bürger eingeschränkt würden. Also wo man die Rechte schlussendlich dann eben nicht mehr beachtet von uns allen. Würdest du den Satz unterschreiben? Nein, ich gratuliere der Aargauer Polizei zu dem Erfolg. Aber sie haben es ja geschafft mit den heutigen Mitteln, die sie haben. Ja gut, aber sie haben eben diskutiert, gerade die Handyfahndung zum Beispiel, das Eingrenzen vom Täterkreis via Handy, sei illegal, eventuell gewesen. Sie müssen moderne Mittel haben und sie müssen ausreichende Mittel haben, zum Täter zu verwischen. Aber ich finde es jetzt völlig daneben, wenn man jetzt diesen schweren, tragischen Fall missbraucht, um wieder noch mehr Forderungen zu stellen und noch mehr Massnahmen. Man muss Sicherheit und Freiheit zusammen sehen. Und da hat der berühmte Satz der Benjamin Franklin schon gesagt, wer sich die Freiheit aufgibt für die Sicherheit, der verliert am Schluss beides. Also die Freiheit hat auch seinen Preis. Und ich glaube, die Polizei heute in der Schweiz ist gut ausgerüstet. Sie haben gute Mittel, sie haben gute Möglichkeiten, sie haben den Täter verwischt. Also wir haben sehr hohe Aufklärungsrate von der Kriminalität. Und ich sehe jetzt den Handlungsbedarf nicht. Aber man Lukas, hat den Täter verwischt und wollte noch viel mehr. Eventuell, Lukas, hätte man den Täter schon können im Februar festnehmen. Man hat die DNA-Probe gehabt, und zwar aus dem Haus der Familie Schauer. Dann darf man nur feststellen, anhand dieser Probe, ist es ein Mann oder ist es eine Frau. Man hätte dort bereits Haarfarbe und weitere Merkmale. Bei DNA bin ich auch der Meinung, kann man mehr Mittel geben. Ja, aber du willst jetzt der Polizei nicht grundsätzlich mehr Mittel geben, aber sonst stehen doch ständig DNA, der Polizei hineinrennen, sind für einen starken Schlag. Nein, ich würde es einfach einschränken. Vermischen. Also, es geht ja nicht darum, tonnenweise Daten zu sammeln, sondern wie gesagt, man muss es einschränken für schwere Fälle. Ja. Und da muss man doch handlungsfähig sein. Ich glaube, das ist im Interesse von allen. Bin ich einverstanden, ja. Nein, bist du. Du hast gesagt, Freiheit geht vor allem. Dann musst du das Nachrichtendienstgesetz eben unterstützen und das Bundesgesetz zur Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Weil dort steht genau, dass es schwere Fälle sind und dass ein Richter muss entscheiden. Bin ich voll dabei. Aber wenn jedes E-Mail in der Schweiz 12 Monate oder jetzt noch 6 Monate lang gespeichert wird, alles, alle Telefone, einfach alles, dann finde ich, tut der Staat so ein Misstrauen seinem Bürger zeigen, aber Lukas, dass man wirklich im Überwachungsstaat landet. Genau. Und wir haben heute Mittel zum Fall aufzunehmen. Gespeichert werden die bei den Telefongesellschaften, aber das Entscheidende ist, die Strafverfolgungsbehörde hat Zugriff, wenn eben ein schwerer Fall da ist und ein Richter sagt, jawohl, in dem konkreten Fall gehen die jetzt schauen. Ein Leser hat geschrieben in einer Online-Plattform in dieser Woche, die ganze Diskussion käme schon wieder ein bisschen vor, als ob man wie damals beim Fischerskandal
einfach wieder Tür und Tor auftun. Nein. Also wir haben schon eine Geschichte in diesem Land. Richtig, wir haben eine Geschichte. Aber das Problem ist, früher ist eben alles überwacht worden, auch überflüssiges Zeug, und niemand hat die überwacht, kontrolliert. Dann ist das Pendel in die andere Richtung und man hat gesagt, Datenschutz über alles. Aber auch ein Täter hat Daten. Und wenn man der Datenschutz wird dann natürlich auch zum Täterschutz. Und jetzt muss das Pendel wieder in die Mitte. Und darum sage ich nochmal, man muss kontrollieren, wenn überwacht wird, und man muss kontrollieren, dass richtig überwacht wird. Aber ums Gottes Willen, man muss doch der Polizei alle Möglichkeiten geben, so grauenhafte Taten aufzuklären und wenn es irgendwie geht, zu verhindern. Das muss doch das primäre Ziel sein. Und wir können doch nicht da sitzen und sagen, ja, die haben nur gewisse Informationen. Wir hätten zwar mehr, sie kommen sie aber nicht über. Und dann wird dann so ein Täter nicht gewünscht. Das kann nicht. Doch nicht sein, Lukas Reimann. Ihr wollt nicht mal Grenzkontrolle. Es kann jeder ins Land ein und raus, wie er will. Es kann jeder sich völlig frei bewegen, wie er will. Jeder Terrorist kann ein- und ausreisen, das merkt es niemand. Aber dann wollen die Schweizer alles überwachen, alle Mails lesen, alle Briefe speichern. Das ist das Büpf und das Ende. Und der Fall geht ins Brauchen für neue Überwachungsgesetze. Das finde ich unfair. Es ist super, haben sie ihn verwünscht und die Polizei braucht die Mittel. Aber jetzt geht es weiter. Wir haben ja verwünscht, ich sehe das Problem nicht. Vom Thema. Das hat überhaupt nichts mit der Diskussion zu tun. Unglaublich. Kommen wir zum dritten Thema. Danke für Jan-Angelina Moser. Er riss die Steuer total um. Opposition statt Ausgleich, die neue Strategie vom SP-Präsidenten Christian Löwron. Hat er eventuell bei der SVP gespickt? Die neue Parteipräsidentin von der FDP, Petra Gössi, stellt eine harte Diagnose. Die SP ist in der Kindergartenphase. Die SP setzt auf Opposition. Wegen der klar bürgerlichen Mehrheit im Parlament will die Partei mehr über das Volk politisieren, die bürgerlichen Gesetze mit Referenden bekämpfen. Personell und inhaltlich will die SP trotz fehlendem Erfolg nichts ändern. Der alte Klassenkampf und linke Illusionen scheinen aber überholt. Europaweit setzen immer weniger Wähler auf die Sozialdemokraten. Die scheinen keine massentaugliche Antwort zu finden auf die Migrationsströme und auf die dritte industrielle Revolution. Ja, Daniel Josic, ist deine Partei in einer Sinnkrise oder sitzt da einfach noch das knallharte Wahlresultat vom letzten Oktober in den Knochen? Nein, weder noch. Erstens wird das jetzt wieder ein bisschen übertrieben. Also die Partei, immerhin muss ich sagen, im Unterschied zu anderen Parteien wird wenigstens sogar in dieser Sendung nachher darüber diskutiert, wenn unser Parteipräsident etwas sagt. Und zweitens muss man einfach sehen, das Klima hat sich tatsächlich verschärft im Nationalrat. Ich bin zwar der felsenfesten Überzeugung, die Probleme, die wir haben, Europa, Asylproblem, AV-Reform, müssen wir eigentlich besser zusammenarbeiten. Und mir geht es darum, dass man über Parteigrenzen zusammenarbeiten kann. Aber im Moment haben die bürgerlichen Parteien wirklich das Klima sehr verhärtet. Insbesondere im Nationalrat, ist weniger im Ständerat. Und dann tönt es halt so, wie man in den Wald ruft, tönt es zurück. Aber ich glaube, schlussendlich muss man die Leute an der konkreten Arbeit messen. Was sagst du zu dieser neuen Strategie? Opposition, das heisst also über Referenden schlussendlich die bösen Entscheidungen von dieser bürgerlichen Mehrheit umzukippen, Diana Angelina. Also es gibt zwei Sachen. Einerseits ist natürlich der Dani Josic nicht unbedingt der extremste SP-Politiker, den wir haben. Das haben wir im letzten Thema fast schon vermutet. Ja, genau. Also von dem her ist mich nicht um den Kopf, um das jetzt da Löwron seine Strategie zu verteidigen. Und das andere ist, dass das eigentlich nichts Neues ist für mich. Also die SP hat schon immer auch gleichzeitig zu der Parlamentsarbeit und der Regierungsbeteiligung auch Oppositionspolitik betrieben. Sie hat sich immer wieder an unheiligen Allianzen beteiligt, extreme Initiativen unterstützt. Jetzt tun sie ein bisschen die Kurbeln anschrauben. Das ist sicherlich zu begründen mit dem neuen Klima, das wir haben im Parlament. Das ist sicher so. Also, und ihr werdet so langsam aufgeressen und weggefegt. Da habe ich wenig Sorgen. Ja, wie die SP ist jetzt in einem Extrem rein. Dann haben wir die rechtskonservative SVP und jetzt neu mit dem Gerrit Pfister in der CVP und Petra Gössi haben wir jetzt nochmal zwei, die sich eigentlich dem annähern.
Also in der Mitte gibt es jetzt ein Feld für uns, wo ich denke, ja, das ist schön. Eigentlich für das Land wäre es besser, wenn sich mehr Kräfte würden an der Lösungsorientierung beteiligen. Und da hoffe ich jetzt, dass sich das in dieser Legislatur doch ein bisschen positiver entwickelt. Jetzt haben wir eine Viertelmillion Arbeitslose in diesem Land, Lukas Reimann. Wir haben in Deutschland genau die gleichen Probleme. Die SPD ist an diesem Wochenende zum ersten Mal unter 20% geht. Was ist deiner Meinung los mit der Sozialdemokratie? Das müsste ja eigentlich im Moment Humus sein für das Wachsen der sozialdemokratischen Idee. Die SP hat sich so weit entfernt von ihren ursprünglichen Wählern. Sie vertreten heute vor allem Staatsangestellte, Staatsbeamte und nicht mehr einfache Arbeiter. Und das ist ein Problem, das ihr noch ändern könnt mit einer anderen Politik. Also wer will heute noch in die EU? Außer die SP, die das nach wie vor fest im Programm hat und möchte die Schweiz da in das untergehende Brüssel hineinjagen. Ist das eine kostenlose Analyse und ein kostenloser Bericht an der ich würde mich freuen, wenn die SP sich wieder mehr um die Arbeiter kümmern würde. Die sind heute bei uns, die Arbeiter, die sagen, wir werden konkurrenziert im Arbeitsmarkt von Leuten aus Europa, die viel günstiger arbeiten können. Die sind nicht bei euch, weil ihr schaut bei solchen Themen einfach weg. Und wenn am Schluss nur noch so eine Partei bist von Staatsbeamten, dann willst du nur noch mehr Staat, mehr Gesetz. Und das ist heute ein bisschen bezeichnend. Mehr Überwachung ist auch mehr Staat. Tut es weh, Dani? Nein, aber ich würde, wenn ich Lukas Reimann wäre, mir mehr Gedanken machen über seine Partei und wohin die sich soll bewegen. Ja, das also ist aber vorläufig, eine 30%-Partei. Vorläufig. Ja, gut, aber die SP hat gewisse Positionen, die sind mal ein bisschen populärer, mal ein bisschen weniger populär. Ich glaube, man muss auch ein bisschen an seinen Positionen festhalten, wenn es vielleicht ein bisschen weniger populär ist. Wir haben die letzten Wahlen. Wo siehst denn du jetzt Problem? Ich meine, es ist ein Problem von der Sozialdemokratie, ich habe es vorhin gesagt, in ganz Europa. Warum? Obwohl ja der Konflikt sich verschärfen tut. Nein, ich glaube, das geht nicht. Man kann das nicht nehmen über ganz Europa. Jedes Land hat seine individuelle Situation, seine individuelle Partei. Man darf das auch nicht überbewerten. Mir geht es ja vor allem. Nein, mir geht es um die Situation in der Schweiz. Und von dem her muss ich sagen, wir haben eine Politik, die sich ein bisschen verschärft hat in diesem Land im letzten Herbst. Die bürgerlichen Parteien, muss ich sagen, zum Teil, insbesondere im Nationalrat, nicht wirklich sehr konsensorientiert arbeiten in verschiedenen Themen. Und wir werden jetzt müssen Lösungen finden in diesem Land. Und das scheint mir wichtiger zu sein. Und damit man Lösungen findet, braucht man Mehrheiten. Und damit man Mehrheiten hat, muss man über Parteigrenzen ausschaffen. Also, und das machen die bürgerlichen Parteien. Ich kann nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel für die Liberalpolitik. Ich glaube, es ist ein bisschen schön geredet, lieber Dani Josic, dass wir haben das Problem in Europa mit der Sozialdemokratie. Das ist so. Sie haben eine Sinnkrise. Und ich glaube, es wäre schön, wenn Sie sich ein bisschen mehr an der Lösungsorientierung Liebe Diana Moser, bei aller Sympathie, auch dir würde ich den Tipp geben, mal noch selber zu schauen, wie viel Prozent ihr habt, wie die letzten Wahlresultate waren und wie eure letzten Initiativen abgeschnitten haben. Ja, und wunderbar. Dann reden wir wieder über andere. Wunderbar. Parteien. Danke vielmals, Diana Angelina Moser. Herzlichen Dank dir, Dani Josic. Danke vielmals, Lukas Reimann. Herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Gerne erwarte ich Sie am Montag zum Tag täglich. Mein Gast exklusiv im E-Medien-Bereich ist die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Martici, die zusammen mit einem Häftling auf Kurve gegangen ist. Auf diese Sendung freue ich mich und ich freue mich, dass Sie morgen dabei sind. Herzlichen Dank und schönen Abend. Der Sonntag ist präsentiert worden von der Galerie Bahnhof, ihrem Teppichdoktor in Frediken. Und von Interkran, seit 20 Jahren ihr Spezialist für Hochhausen.